So, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Ich habe letztens eine Dokumentation gesehen im Englischen von einem Bruder, der heißt Eric 777. Der stellt unglaublich viele Nachforschungen an im Bereich der Jesuiten und macht ganz tolle Videos darüber, wo er gar nicht viel Bilder reinmacht, aber was er da sagt in den Videos, haut selbst mich manchmal um. Weil dem seine Untersuchung in Richtung der Jesuiten geht selbst teilweise noch weiter als das, was Eric John Phelps macht. Und er hat letztens ein Video veröffentlicht über das Konzentrationslager Jasenovac, das damals in Kroatien stand. Damals, damit meine ich in der Zeit, wo wir den unabhängigen Staat von Kroatien hatten, in den Jahren 1941 bis 1945, also zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Und das Jasenovac-Konzentrationslager ist eins der furchtbarsten, das man sich überhaupt nur vorstellen kann. Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich die ganze Dokumentation, obwohl ich sie hochgeladen habe mit einem eigenen kleinen Vor- und Nachfilm, bis jetzt noch nicht ganz geschaut habe. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil mir da wirklich physisch übel von geworden ist. Ich konnte es nicht mit ansehen. Obwohl die Bilder sehr schwer zu erkennen waren, wurde mir alleine schon schlecht von dem, was ich gelesen hatte. Es geht hier um den Völkermord der Kroaten an den Serben, den ich an einigen anderen Stellen auch schon mal besprochen hatte, wie zum Beispiel in der verborgenen Geschichte der Jesuiten von Edmond Paris. In Englisch habe ich da einige extra Sendungen drüber gemacht. Im Deutschen hielt sich das, glaube ich, mit ein oder zwei Sendungen bisher ein wenig mehr zurück. Aber nachdem ich jetzt dieses Video in Englisch da hatte, von dem Eric 777 und das auf meinem Kanal hochgeladen hatte, in dem Video wird ziemlich zu Anfang ein Autor erwähnt, den ich nicht gefunden hatte. Der hieß Karl Hans Genscher. Ich kenne nur Hans Dietrich Genscher, wie ihr wahrscheinlich auch, und der war es nicht. Und Karl Hans Genscher fand ich nicht. Aber der Titel von seinem Buch war richtig. Also der Name war verkehrt geschrieben von dem Autoren, aber der Titel des Buches war richtig. Und daraufhin habe ich ihn gefunden und der Autor ist ein Deutscher und der heißt Karl-Heinz Deschner. Und das Buch, um das es ging, im Englischen, heißt auf Deutsch Mit Gott und den Faschisten. Das hat er 1965 zuerst veröffentlicht und das kam jetzt 2012 und 2013, glaube ich, in einer Neuauflage nochmal auf den Markt. Erste Auflage 2012, zweite Auflage 2013 im Ahriman Verlag. Also gut, wer sich mit Symbolen beschäftigt, der sollte natürlich den Ahriman schon mal in die Tonne drücken. Auch dieses Teufelssymbol, was den Ahriman Verlag hier symbolisiert, ist natürlich nicht gerade Werbung für einen Christen, um so ein Buch zu lesen. Aber mir geht es halt um den Inhalt und ich bin auch gar nicht sicher, dass ich das ganze Buch von Karl-Heinz Deschner Mit Gott und den Faschisten lesen werde. Was ich aber lesen werde, ist ganz sicher das fünfte Kapitel, da kommen wir gleich drauf ran. Und warum ich das fünfte Kapitel lesen werde, da geht es eben um die Sachen, die in Jasenovac und die in Kroatien im Zweiten Weltkrieg passiert sind. Deswegen greife ich da jetzt auch nicht vorher zu weit drauf hinaus, sondern ich lese gleich das, was hinten auf dem Umschlag im Buch steht. Und dann fange ich vorne in dem Buch an mit dem Vorwort, des Buches und zur zweiten Auflage und ein Vorwort zur Neuauflage. Und dann lesen wir auch noch Vorwort des Autors selbst. Und wenn es dann in Kapitel 1 geht, das getitelt ist Der Vatikan und der italienische Faschismus, dann gehen wir direkt in Kapitel 5. Und das Kapitel 5, das lautet auf Seite 167 fängt das an, 166 fängt das an, Der Vatikan und die Kroatengräuel. Und darum geht es mir eigentlich, um das zu lesen. Diesen Teil des Buches habe ich auch bereits komplett gelesen und den werde ich vorlesen. Den anderen Teil des Buches, also Kapitel 1, 2, 3, 4, habe ich noch nicht gelesen, werde ich vorlesen und wenn mir das dann nötig erscheint, das vorzulesen, tue ich das. Jetzt könnt ihr sagen, ja Jörg, warum liest du denn nur so einen Teil des Buches vor? Warum liest du denn nicht die anderen Kapitel vor? Ist doch anscheinend ein sehr gutes und interessantes Buch. Ja, es geht darum, dass der Karl-Heinz Deschner eben kein Christ ist. Er ist auch kein Protestant, sondern Karl-Heinz Deschner war ein ausgesprochener Atheist. Ja? Und solche Bücher zu lesen, also ich lese sie ja immer durch die Bibel. Ich messe immer alles, was ich lese, an der Bibel. Das wisst ihr ja von mir.
Und deswegen ist es nicht so einfach, ein Buch von einem Atheisten zu lesen und das immer an der Bibel zu messen. Und von daher werde ich mal sehen, ob es sich lohnt, ob es interessant ist, auch die anderen Dinge zu lesen. Dieses Buch kann man jedenfalls im Internet nicht bekommen mit Gott und den Faschisten. Es gibt aber ein anderes Buch von dem Autoren und das kann man im Internet gratis als PDF bekommen. Und das Buch heißt Karl-Heinz Deschner mit Gott und dem Führer. Ja, das ist nicht mit Gott und den Faschisten. Das gibt es nicht als PDF, aber das heißt mit Gott und dem Führer. Das Buch ist aber kein eigentliches Buch von Karl-Heinz Deschner, sondern ist lediglich etwas zusammengetragenes und zwar aus Ein Jahrhundert Heilsgeschichte Band 1 und warte mal, hier, Ein Jahrhundert Heilsgeschichte, die Politik der Päpste im Zeitalter der Weltkriege, Band 1 und Band 2. Von diesen beiden Büchern ist das Buch mit Gott und dem Führer ein eine Zusammenfassung, kann man jetzt beinahe sagen. 300 Seiten lang, auch ganz interessant zu lesen, sicher. Aber ist halt nicht das Buch, das ich hier lese. Nun, ich habe schon eine kleine Erklärung vorab gegeben, warum ich das Buch lesen möchte. Ich möchte euch erstmal kurz über den Autor etwas erzählen. Und zwar über den Autor erzähle ich euch jetzt erstmal das, was hinten auf dem Buch steht. Dr. Phil Karl-Heinz Deschner wurde geboren am 23.05.1924 und ist 2014 am 8. April in Haßfurt verstorben. Er studierte Literaturwissenschaft und Philosophie. Er war einer der wenigen Autoren, die sich in der klerikalen Finsternis des Adenauer-Regimes und dessen Nachgeburten den kirchlichen Selbstdarstellungslügen mutig entgegenstellte und die Taten der organisierten Religion konsequent an deren Forderungen an ihre Anhänger maß. Durch sein umfangreiches, diese Fragestellung mit Tausenden von Belegen durch die Jahrhunderte verfolgendes Buch, Zitat, abermals krähte der Hahn, Ende Zitat, erwarb er große Bekanntheit und gab vielen seiner im staatlich geförderten Weihrauchgestank erstickenden Zeitgenossen Hoffnung auf eine bessere Zeit. Die Rache des Regimes ließ nicht auf sich warten. Es hetzte seine Justiz auf ihn wegen Gotteslästerung. Und nur seine inzwischen erreichte Popularität bei den Besten seines Landes und vieler des Auslands schützte ihn vor deren Schergen. Zahlreiche weitere kirchenhistorische Werke folgten, die durch ihre Tatsachengebundenheit statt ideologischen Professorengehorsams wertvoll sind. Sein durch die eigene Verfolgung angeregtes zehnbändiges Hauptwerk Kriminalgeschichte des Christentums steht kurz vor seiner Vollendung. Mit seiner ungeschminkten Darstellung des US-Imperialismus, der Moloch, hat es sich Deschner zwar auch mit dessen Jubelpersern nicht nur unter dem und nicht nur dem Gepfaff alleine verdorben, aber dadurch auch den Opfern weltlicher Gewalt unstrittig der stärksten und daher gefährlichsten der Welt eine Orientierungsmöglichkeit geschaffen, die ihnen die gleichgeschalteten Medien vorenthalten. Also, uns wird hier erzählt, dass Karl-Heinz Deschner ein zehnbändiges Hauptwerk gemacht hat, das heißt die Kriminalgeschichte des Christentums. Das habe ich mir besorgt, das kann man gratis im Internet als PDF runterladen, das sind aber jedes Werk rund 600 Seiten, also wir sprechen von 6000 Seiten. Er hat es 2013 veröffentlicht, ist dann 2014, wie gesagt, verstorben. Es ist wohl nicht fertig, es sollte wohl noch mehrere Teile folgen, die eben dann über das 20. Jahrhundert auch noch sprechen. Er ist hier nur bis zum 19. Jahrhundert gekommen. Ich habe da mal kurz reingeschaut und es ist sicher interessant, das mal zu lesen, aber wie gesagt, man muss sehr vorsichtig sein, wenn man von einem Atheisten ein Buch liest und erklärt. Weil ein Atheist sieht solche Dinge natürlich ganz anders, genau wie ein römischer Katholik solche Dinge ganz anders sieht, als zum Beispiel die Bibel es sieht oder als zum Beispiel ein bibelgläubiger Christ es sieht. Nur mal kurz eben erzählen über Karl-Heinz Deschner weiter, über den Autoren, dass wir den noch ein wenig kennen. Ja? Er wuchs als Sohn eines katholischen Vaters und einer später zur katholischen Kirche konvertierten protestantischen Mutter auf. Er besuchte eine Grundschule, dann das Franziskanerseminar in Dettelbach, wobei er zeitweise im Franziskanerkloster logierte, also als Internat da untergebracht war, und zuletzt das Gymnasium als Internatsschüler bei Karmelitern und englischen Fräulein in Bamberg absolvierte.
Im März 1942 bestand er die Reifeprüfung. Wie seine ganze Klasse meldete er sich sofort als Kriegsfreiwilliger und war mehrmals verwundet bis zur Kapitulation Soldat, zuletzt Fallschirmjäger. Nach seinem Dienst als Soldat im Zweiten Weltkrieg studierte er 46-47 an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Bamberg, schließlich von 47 bis 51 an der Universität Würzburg. Er hörte unter anderem Vorlesungen über Literaturwissenschaft, Rechtswissenschaften, Philosophie, Theologie und Geschichte. Also mit der Bibel hat er sich seines Lebens nicht viel beschäftigt, ne? 1951 wurde er mit der Arbeit Lenaus Metaphysische Verzweiflung und ihr lyrischer Ausdruck promoviert. Er heiratete 1951 seine Lebensgefährtin, die geschiedene Elfie Tuch. Aus dieser Ehe gingen 3 Kinder vor. Die katholische Kirche stellte öffentlich die Exkommunikation des Ehepaars wegen ihrer ungültigen Verbindung fest. Diese wurde vom damaligen Bischof von Würzburg, Julius Döpfner, ausgesprochen. Deschner hatte bis dahin nichts kirchen- oder religionskritisches publiziert. Er betrieb Anfang der 50er Jahre intensive literarische Studien. Die Philosophen Friedrich Nietzsche, Immanuel Kant und Arthur Schopenhauer prägten sein Denken. Und wenn wir wissen, was sein Denken prägte, dann wissen wir eben auch, aus welcher Sicht er solche Bücher schreibt. Da mögen sie noch so gut nachgeforscht sein, recherchiert sein. Wir kennen seinen Gedankengang und das ist eben nicht der biblische, sondern einer aus den Philosophen herausgeprägter Gedankengang. Und das ist eben wichtig, wenn wir uns mit dem Buch beschäftigen wollen. So, auf dem Umschlag steht dann auch noch über dieses Buch. Durch ihre üblen Taten zu womöglich noch übleren Zwecken, deren angemessener statt ausgewogener Benennung durch ihre Kriegsniederlage nichts mehr im Wege steht, haben die historischen Faschisten Europas einen sehr zu Recht schlechten Ruf. Wundersamerweise aber nicht ihre stärksten und wertvollsten innen- wie außenpolitischen Verbündeten, die beiden Großkirchen, denn diese wurden von Europas neuen Herren zumindest westlich der Elbe weiterhin gebraucht. Darum verbreitete deren Propaganda in Schule und Hochschule sowie allen anderen Medien die Legende, sie seien gar nicht Mussolinis, Hitlers, Frankos und so weiter Verbündete und Helfer gewesen, nein, sondern sogar deren heimliche Gegner. Mit dieser Legende räumt Deschner auf. Und da füge ich eben hinzu, mit dieser Legende habe ich ja bereits aufgeräumt durch die wunderbare Übersetzung von Viktor des Buches Hinter den Diktatoren. Na? Da wissen wir ja, dass sich die Faschisten alle an der Strippe haben leiten lassen von der römisch-katholischen Kirche. Dass die das natürlich nicht offen zugibt, das dürfte ja wohl ziemlich logisch sein. Na? Also. Mit dieser Legende, dass also Mussolini, Hitler, Franco und so weiter Verbündete und Helfer heimliche Gegner gewesen seien der Kirche, mit dieser Legende räumt Deschner auf. Durch Dokumente, deren Vielseitigkeit, Breite und Eindeutigkeit nichts zu wünschen übrig lässt. Er zeigt in diesem Buch auch als erster namhafter Autor, dass insbesondere die katholische Kirche den faschistischen Regierungen Europas nicht nur treue Hilfe leistete, sondern in ihrem Schutz auch ungeheure Verbrechen zum rein eigenen Nutzen beging, nämlich auf dem nördlichen Balkan, die vielleicht best verschwiegenen Massenverbrechen der Neuzeit. Und das ist eben genau das, was mich an dem Buch so interessiert. Die ungeheuren Verbrechen, die am nördlichen Balkan stattgefunden haben. So, dann schlagen wir das Buch mal eben auf. Da haben wir zu Anfang dann das Inhaltsverzeichnis. Ich lese euch nur mal kurz den Inhalt der anderen Kapitel vor. Ich gehe da nicht in die Details oder Unterkapitel rein. Also das erste Kapitel heißt Der Vatikan und der italienische Faschismus. Das zweite Der Vatikan und der spanische Bürgerkrieg. Das dritte der Vatikan und Hitler-Deutschland, das vierte der Vatikan und der Zweite Weltkrieg und das fünfte Kapitel, das wir später dann lesen werden, heißt Der Vatikan und die Kroatengräuel. Dann gibt es noch einen Anhang, auch da werde ich dann mal sehen, ob ich da eventuell noch drauf eingehe. Das werde ich alles aber erst sehen, wenn ich es vorgelesen habe und das fragt noch ein wenig Zeit. Aber die ersten Videos, dieses Einleitungsvideo und dann auch das über die Lesung des fünften Kapitels, das kommt dann jedenfalls schon mal direkt raus, erscheint bei mir direkt auf meinem Kanal. Wir lesen hier nochmal kurz ein Zitat, bevor es mit dem Vorwort hier zur zweiten Auflage losgeht.
von Upton Sinclair. Das finde ich eigentlich sehr interessant. Es war ein alter, ehrwürdiger Brauch der Heiligen Mutterkirche, sich des Teufels im Dienste Gottes zu bedienen. Sehr gut gesagt über die römisch-katholische Kirche. Also, zur zweiten Auflage. Durch das Wiedererscheinen dieses Werkes in Deutschland, wie gesagt, es erschien 1965 zuerst, und das ist jetzt die zweite Auflage 2012 und 13. Durch das Wiedererscheinen dieses Werkes in Deutschland gelangte mit der gebotenen 50-jährigen Verspätung erstmals ein Werk Deschners auch auf die andere Seite des Atlantiks, also in die USA, wo es in der englischen Übersetzung Peppers im Prometheus Verlag herauskam. Ja? Also Prometheus Verlag im Englischen. Prometheus ist ein anderes Wort für den Lichtbringer. Und Ahriman ist auch nur ein anderes Wort für den Teufel. Also bitte sprecht mich in der Kommentarsektion des Videos nicht über die Verlage an. Ich bin mir davon vollkommen bewusst. Aber mir geht es halt eben um die Inhalte über die römisch-katholische Kirche in diesen Büchern. Ja? Also, in der englischen Übersetzung Peppers im Prometheus Verlag herauskam, was ohne meine und einige anderer Leute Aktivität mit Sicherheit niemals eingetreten wäre. Eigentlich verwunderlich bei der Millionenschar von Deschner-Lesern dazu, Deschner-Anhängern und Mäzenen. Im spanischen Sprachraum ist er dagegen schon jahrzehntelang präsent. Das rief natürlich sofort ein Heer von Kritikern auf den Plan, die es so schlecht wie möglich zu machen suchten. Normalerweise mit dem buchstäblich seitenlang breitgetretenen Argument, Deschner habe ja aufgrund des Abfassungszeitpunkts noch keinen Zugang zu den seither so zahlreich aufgetauchten Archivdokumenten gehabt, die von einem Heer wohlbezahlter Wissenschaftsbeamter durchgepflügt werden und allesamt wundersamerweise das vorhandene Bild zwischen Anführungszeichen differenzieren. Das heißt zu Deutsch, den Papst und seine Kirche entlasten sollen. Wie so etwas aussieht, hat exemplarisch aber detailliert F.I. Hovels anhand eines emotional besonders aufgeladenen Themenausschnitts in seiner Rezension Ein ungelegtes Ei des Papstes Pius und der spätere Wind darum vorgeführt. Einfach lesen. Leider erfahren wir dann trotzdem niemals ein nennenswertes Faktum aus diesen angeblich superrelevanten Dokumenten, dass das von Deschner vorgeführte und belegte Bild dann unverändert, dann wirklich in ernstzunehmender Weise verändert. Dass die Kirche in Gestalt ihres unverändert fortwirkenden Geschenkes von Mussolini an sie auch ein Staat war, ja, die römisch-katholische Kirche ist ein Staat, Aussage eines Bischofs im ersten Kapitel von Herrscher des Bösen, wie ihr euch vielleicht erinnert. Ja, also, dass die Kirche in Gestalt ihres unverändert fortwirkenden Geschenkes von Mussolini an sie auch ein Staat war, was sie merkwürdigerweise, da Staaten ja nach allgemein geteilter Rezensentenansicht notgedrungen unmoralisch sein müssen, so vor allem ein gewisser Karl Wolf vom Chicago Center for Literature and Photography irgendwie entlaste, wissen wir ja schon lange und brauchen dafür nicht die Hilfe fleißiger Professoren und anderer Lehrbeamter. Gehen wir hier nochmal kurz in eine Fußnote rein über das Chicago Center for Literature and Photography. Sein Rat an die katholische Kirche, welche ja seither einen Nation State, also einen Nationalstaat in Gestalt des Vatikanstaats besitze, ist wahrhaft drollig. Da jeder Staat bald Unmoralisches tue, was er als Bürger der superedelmütigen USA, welche er diesen Rat freilich vorenthält, ja wissen muss, solle sie diesen einfach aufgeben, denn es sei bald alles in Butter. Ebenso könnte man einer politischen Partei raten, immer restlos in der Opposition zu verbleiben und vor allem einer möglichen eigenen absoluten Mehrheit auszuweichen. Diesen Rat sollte der hessische Ministerpräsident Zinn ehemals seiner SPD tatsächlich so erteilt haben, um niemals in Konflikt mit ihrem Parteiprogramm bzw. ihren Versprechungen zu geraten. Das war die Fußnote. Einer davon, also dieser fleißigen Professoren und anderer Lehrbeamter, einer davon, der sich mit Abstand bei diesem edlen Werk die größte Mühe gemacht hat, der australische Primarschullehrer Paul O'Shea, hat nun nicht nur Deschner angegriffen, sondern auch mich. Also, dazu müssen wir wissen, derjenige, der das Vorwort hier schreibt, heißt P.G.
ist also wohl eine Person hier von dem Verlag selber. Da gehe ich zumindest mal von aus. Näher ausgeführt ist der hier nicht. Und er geht dann hier in eine Fußnote rein, wo er sagt, er hat nun nicht nur Deschner angegriffen, da ist die Fußnote, hauptsächlich wegen dessen Standpunkt, also Deschners Standpunkts, dass man natürlich nicht zu teilen braucht. Ich tue es auch nicht. Die Kirche in erster Linie an den moralischen Forderungen zu messen, welche sie unter Androhung Auschwitz und Guantanamo-artiger, glücklicherweise imaginärer, doch jahrhundertelang erfolgreich als real hingestellter Höllenstrafen an ihre Mitglieder richtet. Aber unsinnig oder illegitim ist dieser Standpunkt, der zu persönlicher Enttäuschung führen muss, ja nun doch nicht. Ich soll nämlich, fährt der Autor fort, ich soll nämlich zwei Basic Errors, also Basisfehler bereits, die deutsche Kirchensteuer zu Hitlers Spezialität gemacht haben, obwohl sie schon in Artikel 137 der Weimarer Verfassung auftaucht, und außerdem das im Zusammenhang mit Deutschland schrecklich abwegige Wort Staatskirche gebraucht haben. In der Tat, das habe ich, und jeder kann es oben nachlesen. Aber keineswegs aus Ignoranz, wie mir der Herr Lehrer allzu voreilig unterstellt, sondern weil ich den Lesern eines Vorwortes die Verzwicktheiten ersparen wollte, die den genauen juristischen Tatbestand hinter diesen beiden Abkürzungen ausmachen, welche nichtsdestotrotz die deutsche Wirklichkeit noch ganz gut abbilden. Jetzt bin ich dazu genötigt, der Leser gleichgültiger Rasse und Geschlechts wird's gleich merken, warum ich ihm und mir den Umstand hatte ersparen wollen. Eine deutsche Staatskirche im strengen Sinne des Wortes ist in der Tat unsinnig. Sie hätte den mühsam und verspätet gegründeten bikonfessionellen Staat gesprengt. Aber in den feudalen Vorgängerstaaten, aus denen Bismarck das Deutsche Reich neben den potenten Nationalstaaten England und Frankreich schließlich herstellen konnte, gab es jede Menge echtester Staatskirchen, lutherische nämlich, meistens mit dem jeweiligen Erbfürsten als Oberhaupt, analog zu den gegenwärtigen Queens von England und den Niederlanden, bis vor kurzem auch allen ihren skandinavischen Kollegen. Diese Staatskirchen wurden nun Landeskirchen. Man bedenke dazu die Stellung der evangelischen Kirche Preußens, das heißt der tonangebenden ungefähren Hälfte Deutschlands, deren Bischof bis zum bitteren Ende der preußische König und somit auch deutscher Kaiser war, also auch Wilhelm II. Die letzte veröffentlichte Satire Oskar Panizzas basiert auf dieser formalen Tatsache, dass der deutsche Kaiser eben auch der Chef, sage ich jetzt mal, der deutschen evangelischen, also preußischen evangelischen Kirche war. Um die mühsam errungene nationale Einheit nicht zu gefährden, bekamen die faktischen, aber nicht unbedingt juristischen katholischen Gegenstücke die gleiche Vorzugsbehandlung garantiert. Und eben dieses schreibt auch, wie ich mir vorwegzunehmen gestatte, das Hitler-Konkordat vor. Also hier spricht er über das Konkordat vom 20. Juli 1933, nur eben diesmal ausgehend von der katholischen zugunsten der großen protestantischen Kirchen, der Erben der fürstlichen Landeskirchen. Schlappe 3 Jahrzehnte nach dem Ende Hitlers wurden auch die beiden jüdischen Konfessionen in dieses Privilegienkartell integriert. Man hatte die Entwicklung ihrer Bestechlichkeit abwarten müssen. Solange hatten einige protestantische Kleinkirchen oder auch Freikirchen natürlich nicht warten müssen. Außen vor blieben dagegen fast bis gestern die Zeugen Jehovas, die als einzige nennenswerte Religionsgemeinschaft im Dritten Reich ernsthaft verfolgt worden war und in den Grenzen des Deutschen Reiches gemessen an den entsprechenden Juden und dem Stichjahr 1933 ziemlich genau die gleiche niedrige Überlebensrate aufwiesen, denn sie hatten sich gegenüber Hitlers Angriffskriegen genauso verhalten, wie Deschner das von denen in einer freilich weitaus günstigeren Ausgangsposition befindlichen de facto, wenn auch nicht de jure Staatskirchen auf der Basis von deren identischen Evangelien gefordert hatte. Ebenfalls außen vor dem privilegierten Kartell blieben und bleiben zum Beispiel die orthodoxen Kirchen Deutschlands, die Mormonen und selbstverständlich bis auf eine kleine Sekte alle Moslems. So viel zu meinem getadelten Wort Staatskirche. Es ließe sich noch vieles hinzufügen. Von Adenauers nach wie vor geltendem, sauteuren Subsidiaritätsgesetz
das natürlich auch nur für das quasi staatskirchliche Privilegiertenkartell galt oder gilt, bis hin zu den schon viel älteren ewigen und jährlichen Entschädigungszahlungen an notgedrungen sehr staatskirchenartige Empfänger für die napoleonische Aufhebung der geistlichen Fürstentümer. Und mein zweiter, ach so ignoranter Fehler, ne, wir sprechen ja über die zwei Basisfehler, die ihm hier vorgeworfen werden, die besondere Bedeutung des Hitler-Konkordats für die deutsche Kirchensteuer liegt darin, außer der in der Praxis sehr bedeutsamen Erleichterung ihres Einzugs durch den zuvor weitaus weniger zuvorkommenden weltlichen Arm, dass es eine deutsche Hoheitsentscheidung durch entsprechende Parlamentsmehrheit, noch besser durch Volksentscheid verhindert. Denn es ist, natürlich unter entschlossener Beihilfe des antikommunistischen Besatzregierungen, der einzige zwischenstaatliche Vertrag des Dritten Reiches, der dieses auf wundersame Weise überlebt hat. Wie und auf welch verschlungenen und finsteren Pfaden liest man am besten in der verdienstvollen Untersuchung Max Roths nach. Es ist lehrreich und anderswo kaum zu finden. Denn so sehr es eine letztlich in den Absolutismus protestantischer deutscher Fürsten zurückführende Kirchensteuer in der ein oder anderen Form in Deutschland auch vor Hitler sehr wohl gab, so hat doch erst das Hitler-Konkordat dem Vatikan ein faktisches Vetorecht gegen ihre Abschaffung auf der Basis deutscher staatlicher Souveränität verschafft. In Österreich gilt übrigens Ähnliches, nur dass dort Hitlers Gesinnungs- und tendenzgleicher unmittelbarer Vorgänger Dollfuß federführend war. Das ist von erheblicher praktischer Bedeutung, wenn einmal eine fortschrittliche Volksbewegung Druck auf wichtige Parlamentsparteien ausüben kann. Die Kirchensteuer oder ähnliche wegen dem Vatikanstaat, also katholische Privilegien abzuschaffen, wie das in der besseren Zeit, wie Steinbach sie nennt, auch tatsächlich einmal einzutreten drohte und immerhin das ausgesprochen lobenswerte FDP-Papier Freie Kirche in einem freien Staat zur Folge gehabt hatte. Zwar wurde dieser Vorstoß rasch vom Rest des Parteienkanals abgewürgt, ohne auf das wegen der Anrüchigkeit seines deutschen Unterzeichners nur als schwere Reserve gedachte Hitler-Konkordat zurückgreifen zu müssen. Aber bei einem kraftvolleren Vorstoß gegen die Kirchensteuer kann es sich sehr wohl als ausgezeichnete Bremse und Schutzschild gegen die Angleichung Deutscher an die in dieser Hinsicht besseren französischen Verhältnisse erweisen. Wie ein analoges Versteckspiel unwilliger, doch verheuchelter Regierungen gegen einen Druck vorübergehend zu Humanität und Aufklärung strebender Massen aussieht, haben die Deutschen unter ihrem Staatsheiligen Willy Brandt sehr einprägsam am Beispiel des Paragraphen 218 erleben können. Das Hitler-Konkordat ist also als Hindernis zur Abschaffung der Kirchensteuer und etlicher anderer grober Kirchenprivilegien sehr ernst zu nehmen. Ich hoffe, ihr hört noch gut zu und habt diesen Satz sehr gut verstanden, ja? Das Hitler-Konkordat, also das Adolf Hitler mit durch Franz von Papen mit Eugenio Pacelli am 20. Juli 1933 abgeschlossen hat, ist immer noch gültig, das wird hier eben angeprangert, ja, obwohl ja Deutschland sozusagen entnazifiziert wurde. Dieses Hitler-Konkordat ist also als Hindernis zur Abschaffung der Kirchensteuer und etlicher anderer grober Kirchenprivilegien sehr ernst zu nehmen. Also viele Privilegien, die die römisch-katholische Kirche in Deutschland hat, hat sie aufgrund des Konkordats. Es kann immer die Rolle analog zu derjenigen des Karlsruher Kaninchens spielen, das eine unwillige, doch auch unehrliche Regierung gegen andrängende mittelalterfeindliche oder anderweitig humanistische Kräfte aus dem Zylinder zaubert. Die Frage wäre nur, ob sich der Vatikan heute noch leisten könnte, der klar gestellten Forderung einer deutschen Regierung nach Annullierung des von unserer Presse wundersamerweise niemals so benannten Hitler-Konkordats mit dem bisherigen Mantra Pacta sunt servanda, Vereinbarungen sind zu halten, auszuweichen. Aber will denn irgendeine deutsche Regierung das? Und wollen es deren transatlantische Vormünder? Man sieht, es war lang,
Aber O'Shea hat mir keine andere Wahl gelassen, als meine sinnvollen Verkürzungen langwierig auseinanderzuprimeln. Doch damit müsste der Fall allmählich erledigt sein. Und jetzt gehen wir dazu über, das Vorwort zur zweiten Auflage zu lesen. Wie gesagt, PG, der dieses hier geschrieben hat, das ist Peter Gurenfloss, der jetzt auch eben das Vorwort zur Neuauflage schreibt. Und da lesen wir jetzt weiter drin. Es heißt hier, weshalb nach fast 50 Jahren, weshalb eine Neuauflage von Karl-Heinz Deschners Werk mit Gott und den Faschisten? Ha, weil es sehr aktuell ist. Weil es völlig zu Unrecht Gefahr läuft, in Vergessenheit zu geraten. Weil es einen Verdrängungsprozess, nein, die gezielte Desinformationspolitik des Vatikan stört. Es erinnert an die Kollaboration des Vatikan nicht nur mit Hitler, dem wohl größten Verbrecher aller Zeiten, sondern auch mit Mussolini, Franco und dem wenig bekannten Pavelić, Faschistenführer in Kroatien und zusammen mit Kardinal Stepinac verantwortlich für das Konzentrations- und Vernichtungslager Jasenovac, über dessen Existenz heute nur noch wenige Bescheid wissen. Und wenn ihr diese Lesung folgen bleibt, dann werdet ihr darüber mehr wissen, als die meisten Leute, mit denen ihr da jemals drüber sprechen könnt. Weil das Lügengeflecht des Vatikan entlarvt wird, der sich seit einigen Jahrzehnten als Widerstandsorganisation gegen die Hitlerei aufzuspielen versucht, obwohl doch Pius XII. Laut Kardinal Faulhaber der beste Freund, am Anfang sogar der einzige Freund des neuen Reichs gewesen war, gerade in der labilen Anfangsphase des Nationalsozialismus, als die Geschichte noch einen ganz anderen Verlauf hätte nehmen können. Weil es aber eben kein Modebuch ist, das aus Gefälligkeitsgründen einen Meinungstrend bedient, sondern präzise und detailreich historische Fakten präsentiert. Das ist auch der Grund, weshalb ich dieses Buch lese, wegen der Fakten, die hier genannt werden, dass wir da mal eben ganz deutlich drüber sind. Warum liest Jörg, ein bibelgläubiger Christ, ein Buch von einem Atheisten? Wegen der Fakten, die hier drin aufgeführt sind. Ja? Also, weil es eben kein Modebuch ist, das aus Gefälligkeitsgründen einen Meinungstrend bedient, sondern präzise und detailreich historische Fakten präsentiert, zusammenfasst und daraus für jeden nachvollziehbare Schlussfolgerungen zieht. Daniel Jona Goldhagen hält es offenbar für unnötig, in seinem Buch »Die katholische Kirche und der Holocaust« Deschner überhaupt zu zitieren, obwohl dieser doch schon fast 40 Jahre früher mit viel weniger Tinte weit mehr zu berichten weiß. Und weil es sich dabei auch noch spannend liest, wie ein Roman, in dem doch jede Zeile stimmt und jeder Leser nach der Lektüre wesentlich klüger und aufgeklärter ist als zuvor, vielleicht auch schockiert ist über das Ausmaß der Kollaboration zwischen den Nazis, allen Faschisten und dem Vatikan. Kurz, weil es eine Geschichtslüge entlarvt, dieses Buch mit Gott und den Faschisten. Die Lüge vom katholischen Widerstand. Vergessen wir nicht, dass es die Französische Revolution war, welche die katholische Kirche in ihre Schranken verwies und damit ihrer feudalen Macht, wenn auch leider nur sehr halbherzig, ein Ende setzte. Dennoch verurteilte die spanische Inquisition den letzten Ketzer, den Schullehrer Caetano Ripoll, am 26. Juli 1826 zum Tode am Galgen und zur symbolischen Verbrennung fast ein halbes Jahrhundert nach dem Sturm auf die Bastille in Frankreich. Auch dass das der letzte Ketzer war, der in Spanien hingerichtet wurde, ist nicht korrekt. Die spanische Inquisition wurde bis in die 1970er Jahre fortgetrieben, bis zum Ende der Regierung Franco. Ja. Aber gut, der Autor fährt fort und sagt hier, in deren Folge besetzten napoleonische Truppen Ende des 18. Jahrhunderts den Kirchenstaat, der aus blutigen Kriegen hervorgegangen war und mit einer gefälschten Urkunde legitimiert wurde, der sogenannten konstantinischen Schenkung. Darüber hatte ich ja schon in verschiedenen anderen Videos gesprochen. Unter anderem in Romanismus und die Reformation kam die Schenkung von Konstantin und die pseudo-isidorischen
Dekretale daran erklärt zu werden. Das könnt ihr dann ja nochmal anschauen, wenn ihr euch die Videos anseht. Ja? Also, ich lese den Satz nochmal. In deren Folge besetzten napoleonische Truppen Ende des 18. Jahrhunderts den Kirchenstaat, das ist also 1798, über das wir hier sprechen, der aus blutigen Kriegen hervorgegangen war und mit einer gefälschten Urkunde legitimiert wurde, der sogenannten konstantinischen Schenkung, verhafteten Antichrist Pius VI. Und führten ihn als Gefangenen nach Valence in Frankreich ab. Der Wiener Kongress restituierte 1815 den Vatikanstaat mit verkleinertem Territorium noch einmal. 1815, ein Jahr nach der Wiedereinführung der Jesuiten 1814 durch Antichrist Papst Pius VII. Aber 1870 ging er nach der Besetzung durch italienische Truppen endgültig im neuen italienischen Nationalstaat auf, der Vatikan. Das ist der Fall der weltlichen Macht des Antichristen, die 1866 anfing mit dem Abzug der beschützenden französischen Truppen aus dem Vatikan und die 1260-Jahr-Prophezeiung von 606 bis 1866 komplett erfüllt und die hier mit 1870 noch einmal erwähnt wurde. Also jeder, der euch diese Geschichte lehrt von 538 bis 1798, irrt in seiner Auslegung. Selbst der Atheist Deschner, in dem sein Buch hier wird das jetzt durch den Peter Gurenfloss erwähnt, dass der Vatikanstaat aufhörte zu existieren 1870. Durch Besetzung von italienischen Truppen ging er da endgültig im neuen italienischen Nationalstaat auf. Der Vatikan war kein eigenes Königreich mehr. Die weltliche Macht war dem Antichristen genommen. Die Wunde, die tödlich erschien, wurde zugefügt. Ja? Die Verantwortlichen wurden daraufhin exkommuniziert und scherten sich nicht darum. Durch das Erstarken des Bürgertums, die Entwicklung der europäischen Nationalstaaten, die Emanzipationsbewegung, die Naturwissenschaften und den Fortschritt durch technische Entwicklungen wurde die Katholika in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts immer stärker in die Defensive gedrängt, versuchte mit dem Ersten Vatikanischen Konzil verzweifelt und aussichtslos den Kampf gegen den modernen Rationalismus aufzunehmen und die angeschlagene päpstliche Autorität durch das Unfehlbarkeitsdogma aufzuwerten. Aber die Zeit lief gegen den Katholizismus. Unter Bismarck wurden im Kulturkampf fast 2000 katholische Kleriker inhaftiert oder zu hohen Geldstrafen verurteilt, die sich in staatliche Angelegenheiten eingemischt hatten. Die USA brachten am 28. Februar 1867 die diplomatischen Beziehungen mit dem Vatikan ab, weil eben die römisch-katholische Kirche nachgewiesen werden konnte, Drahtzieher gewesen zu sein an dem Anschlag durch Jesuiten verübt auf den amerikanischen Präsidenten Abraham Lincoln. Und nahmen diese diplomatischen Beziehungen erst 1984 unter Ronald Reagan wieder auf. Das könnt ihr ja gerne noch einmal nachforschen. Ab Sendung Nummer 3 in Herrscher des Bösen auf diesem Kanal. Das wird da ja hochgeladen. Und da sprechen wir über die unheilige Allianz und eben die Zeit, in der sich Ronald Reagan zusammen mit Papst Johannes Paul II. Verschworen hat, den Kommunismus aus der Welt zu schaffen. Und eben auch, er führt den ersten amerikanischen offiziellen Botschafter des Vatikan 1984 wieder ein, die also zwischen 1867 und 1984 keine offiziellen diplomatischen Beziehungen hatten. Inoffiziell hatten sie immer, das ist aber eine andere Frage. Nun, die römische Frage war entstanden. Wie rettet man sich vor dem endgültigen und damals absehbaren Niedergang? Wie restituiert man seine alte Machtfülle und mit wessen Hilfe? Verschärft wurde dieses Problem durch das Aufkommen der dezidiert Antiklerikalen, der Aufklärung und dem Gleichheitsprinzip verpflichteten Arbeiterbewegung nach dem Debakel des Ersten Weltkriegs. Das ist genau der Ausgangspunkt von Karl-Heinz Deschners Buch »Mit Gott und den Faschisten«.
Dass es nicht der Vergangenheit anheimfällt, ist das Anliegen dieser Neuauflage beim Ahriman Verlag. Detailreich, historisch fundiert und unter Auswertung zahlreicher Quellen wird hier in diesem Buch nachgewiesen, dass nach dem Ersten Weltkrieg die Gelegenheit ergriffen wurde, zusammen mit dem aufkommenden Faschismus das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Aus Angst vor einem Sieg der Arbeiterbewegung in ganz Europa, nach sowjetisch-kommunistischem Vorbild, ging der Vatikan zusammen mit dem reaktionären Großbürgertum und dessen Handlangern, den Faschisten, ein Bündnis ein, das beiden die Existenz sichern sollte. Diese unheilige katholische Allianz mit dem angeblich kleineren faschistischen Übel führte in die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust. Wovon träumten Antichrist Benedikt der 15., der zur Zeit des Ersten Weltkriegs Papst war, Pius der 11., der im Anschluss kam, und Pius der 12.? Alle drei träumten sie von einem katholischen Kontinentaleuropa im vereinten militärischen Kampf gegen die gottlose Sowjetunion, so degeneriert sie durch Stalins Einfluss auch schon gewesen sein mag. Man lese Arno Lustigers Rottbuch Stalin und die Juden zu diesem Teil. Da rate ich von ab, weil hier wird natürlich nicht darauf eingegangen, dass Stalin ein Jesuitenpriester war und dass der Kommunismus von den Jesuiten gegründet wurde, nachdem sie ihn im 17. Jahrhundert in den Reduktionen von Paraguay bereits ausgetestet hatten. Also mein Tipp ist das nicht, Arno Lustigers Rottbuch Stalin und die Juden zu lesen, aber kann ja jeder halten, wie der berühmte Dachdecker. Ne? Sie träumten vom Ende der Orthodoxie, vom Ende des Kommunismus und von der Katholisierung Russlands. Das ist ganz richtig. Alle drei, Benedikt der 15., Pius der 11. und Pius der 12., sie träumten vom Ende der Orthodoxie, das heißt vom Ende der Ostkirche, ja, die sich ja 1054 von der Westkirche abgesplitzt hatte, abgeteilt hatte, das Schisma in der römisch-katholischen Kirche. Und deswegen sind natürlich die Orthodoxen genauso Katholiken, aber sie unterwerfen sich halt nicht dem autoritären Führungsanspruch des Papstes. Und alle drei Antichristen hatten das gemeinsam, Benedikt der 15., Pius der 11. und Pius der 12. Sie träumten vom Ende der Orthodoxie, also vom Ende der griechisch-orthodoxen und russisch-orthodoxen Kirche und eben auch der orthodoxen Kirche auf dem Balkan, wo nämlich auf dem Balkan, Kroatien, Serbien, die Grenze war zwischen Katholizismus und der orthodoxen Kirche. Deswegen gehen wir nachher in dieses fünfte Kapitel rein. Deswegen ist das so furchtbar wichtig, zum Geschichtsverständnis eben auch. Sie träumten also vom Ende der Orthodoxie. Sie träumten auch vom Ende des Kommunismus, den sie selber aufgerichtet hatten durch die Jesuiten. Ja? Und von der Katholisierung Russlands. Ja, und die Katholisierung Russlands wurde ja schon 1917 vorhergesagt von der Erscheinung der, zwischen Anführungszeichen, Maria in Fatima. Ne? Auch mal ganz interessant, sich mit solchen Sachen zu beschäftigen. Nun, und von einem neutralen anglikanischen Großbritannien, davon träumten sie auch, und sie träumten auch von einer neutralen USA. Denn eine militärische Auseinandersetzung innerhalb des westlichen Lagers, machte den Ausgang eines Krieges unberechenbar. Nach der militärischen Niederlage Frankreichs schien man diesem Ziel sehr nahe, und 1940 war die ganze Welt davon überzeugt, dass Hitler den Krieg gewinnen würde. Jetzt war die Realisierung des Traums der Kurie mit Hitlers Hilfe in greifbare Nähe gerückt. Bei Karl-Heinz Deschner lernen wir, wie der Überfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941 vom Episkopat nicht nur in Deutschland offen begrüßt wurde, wie maßlos seine Begeisterung für Hitler und die Hetze gegen Russland waren. Und Antichrist Pius der 12., Eugenio Pacelli, der angeblich zu wenig gegen Hitler getan haben soll, zu viel geschwiegen haben soll, sprach eine Woche danach in einer Rundfunkansprache von Lichtblicken, die das Herz zu großen, heiligen Erwartungen erheben. Großmütige Tapferkeit zur Verteidigung der Grundlagen der katholischen, hier steht christlichen Kultur, und zuversichtliche Hoffnung auf ihren Triumph.
womit er laut Botschaftsrat Menschhausen der Hoffnung Ausdruck geben wollte, dass die großen Opfer, die dieser Krieg erfordere, nicht umsonst wären und nach dem Willen der Vorsehung zum Sieg über den Bolschewismus führten. Bei diesem von der Katholiker herbeigesehnten Weltanschauungskrieg, wie ihn Hitler übrigens auch nannte, wurde der Holocaust als eine Art nicht unwillkommener Kollateralschaden in Kauf genommen. Abgesehen davon, dass die römisch-katholische Kirche ihn nötig hatte, um den Staat Israel 1948 errichten zu können. Das ist wieder ein anderes Thema. Vielleicht empfand man sogar eine klammheimliche Freude in Anbetracht des christlichen Antijudaismus über 2000 Jahre. Ich muss den Satz nochmal lesen. Vielleicht empfand man sogar eine klammheimliche Freude in Anbetracht des katholischen Antijudaismus über 2000 Jahre. Kokettierte Hitler nicht schon im April 1933 vor hohen katholischen Funktionären, wie Deschner berichtet, zu deren Entzücken, dass seine Behandlung der Judenfrage nur die mittelalterliche katholische Tradition fortsetze? Na, hier steht's richtig. Die mittelalterliche katholische Tradition, nicht christlich. Der Papst verurteilte die narzisstischen Judenpogrome jedenfalls niemals, selbst als man sozusagen vor seinen Augen die Juden zusammentreiben und abführen ließ. Das passierte ja in Rom. Die heutzutage propagierte Vorstellung von einem jüdisch-christlichen Abendland beruht auf einem Synkretismus-Schwindel. Noch viel tiefer verstrickt in die faschistischen Verbrechen war der Vatikan in Kroatien, wo die Franziskaner federführend gewesen waren bei den dort durchgeführten Gräueln, wegen deren Brutalität sich sogar die Deutschen beschwerten. Hier hatte Deschner einst Pionierarbeit geleistet. Und wer sich näher mit dieser düsteren Materie befassen möchte, sei auf das ausführliche Grundlagenwerk von Wladimir Dedijer über Jasenovac, das jugoslawische Auschwitz, verwiesen. Wer wollte Karl-Heinz Deschner nicht zustimmen, wenn er am Ende des Buches im Jahre 1965 das Resümee zieht, Zitat: Erwägt man das Verhalten Eugenio Pacellis zur Politik von Mussolini, Franco, Hitler und Pavelic, so scheint es kaum eine Übertreibung zu sagen, Pius XII. Ist wahrscheinlich mehr belastet als jeder andere Papst seit Jahrhunderten. Mittelbar und unmittelbar ist er so offensichtlich in die ungeheuersten Gräuel der faschistischen Ära und damit der Geschichte überhaupt verstrickt, dass es bei der Taktik der römischen Kirche nicht verwunderlich wäre, spräche man ihn heilig. Ende Zitat. Nun, die Seligsprechung von Antichrist Papst Pius XII. Ist fast 50 Jahre danach in Arbeit. Kommen wir noch einmal zurück zur Gegenwart, zu den verfassungsrechtlichen Spätfolgen kirchlicher Kollaboration mit dem Faschismus in Deutschland. Man halte die enge Verflechtung zwischen Kirche und Staat, diesen deutschen Kirchenstaat bis zum heutigen Tage, den es laut Grundgesetz und Weimarer Verfassung eigentlich gar nicht geben dürfte, als Schablone gegen die Verfassungen der USA und Frankreichs, in denen die Trennung von Staat und Kirche klar geregelt ist. Dann wird deutlich, wie weit das heutige Deutschland von einer modernen Demokratie entfernt ist. Es ist ein Land, in dem die Kirchen aufgrund von Landeskonkordaten in allen Rundfunk- und Fernsehräten sitzen, in fast allen Zeitungsredaktionen, an zahllosen Multiplikationsstellen und, teils ganz offen, teils versteckt, an den Schaltern der Macht. Tja, da möchte ich nur kurz darauf hinweisen, dass ihr euch sicher dann meine Lesung nochmal anschaut, wenn wir in Herrscher des Bösen in Kapitel 9 soweit sind, über Miranda Prausus und der Mirifica noch einmal damit reinzugehen, weil hier ganz deutlich steht, ja, ganz, ganz deutlich, dann wird deutlich, wie weit das heutige Deutschland, und zwar das von 2019, wo ich das jetzt lese, auch noch, von einer modernen Demokratie entfernt ist. Dieses heutige Deutschland ist ein Land, in dem die Kirchen, und ich streiche das N mal, die Kirche, es geht nämlich um die römisch-katholische Kirche, aufgrund von Landeskonkordaten in allen Rundfunk- und Fernsehräten sitzen.
Also wer bestimmt dann, was gesendet wird? Aber wie gesagt, Inter Mirifica und Miranda Prausus, da kommen wir dann in Herrscher des Bösen nochmal drauf. Verpasst die Sendung dann bitte nicht. Also, indem die Kirchen aufgrund von Landeskonkordaten, neben dem natürlich Hitler-Konkordat, das ja schon 1333 abgeschlossen wurde und immer noch gültig ist, sitzen sie in allen Rundfunk- und Fernsehräten, in fast allen Zeitungsredaktionen, an zahllosen Multiplikationsstellen und teils offen, teils versteckt an den Schalthebeln der Macht. Dann wird klar, welch großen Gefallen Hitler und Mussolini dem Vatikan mit dieser speziellen Beantwortung der römischen Frage getan haben, mit der Restitution seiner Staatlichkeit, seines Vermögens und des öffentlichen Einflusses, die sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in Auflösung befanden. Und zu welch hohem Preis für den Rest der Welt. Karl-Heinz Deschners Buch ist ein wichtiges Stück Aufklärung, ein Juwel für jeden, der die historische Wahrheit sucht. Es ist ein Antidot, also ein Gegengift, gegen die Geschichtslüge vom katholischen Widerstand gegen Adolf Hitler und liefert einen elementaren Beitrag zur aktuellen Debatte über die Rehabilitierung der Pius-Brüder um Richard Williamson, die geplante Seligsprechung Antichrist Papst Pius XII., die Skandale um die Vatikanbank, die Wiedereinführung der Karfreitagsfürbitte und die Rolle des Vatikan in der Welt überhaupt. Wer den historischen Ariadnefaden aus dem Labyrinth kirchlicher Fremdbestimmung sucht, kommt um Karl-Heinz Deschners Buch mit Gott und den Faschisten einfach nicht herum. Wer noch weiteres erfahren möchte, viele historische Schichten tiefer, zum Beispiel über die historischen Ursprünge des Christentums, also des Katholizismus, muss ich den Text hier anpassen. Dem empfehle ich an dieser Stelle Hyam Maccabees vorzügliches zentrales Werk Der Mythenschmied, in welchem er nachweist, dass der Katholizismus, nicht Christentum, wie hier steht, dass der Katholizismus nicht auf den jüdischen Jesus, sondern auf den griechischen Paulus zurückgeht, der einen hochvirulenten Mythenmix aus Gnosis, Mysterienkulten und der Jesusgeschichte zusammenstellte und damit den Auftakt setzte zu 2000 Jahren christlichen Antijudaismus, der im Holocaust kulminierte. Solchen Satz muss man sehr bewusst, ruhig und nochmal verschiedene Male lesen, um ihn wirklich sehr gut zu begreifen. Und das kann natürlich nur jemand schreiben, der nicht das wahre Bibelverständnis hat. Denn sonst würde man ganz deutlich merken, dass in diesem Satz sehr, sehr viele Fehler sind. Ja? Also, es steht hier geschrieben, in Hyam Maccabees vorzüglichem zentralen Werk Der Mythenschmied, in welchem dieser Maccabee nachweist, dass das Christentum nicht auf den jüdischen Jesus, sondern auf den Griechen Paulus zurückgeht, der einen hochvirulenten Mythenmix aus Gnosis, Mysterienkulten und der Jesusgeschichte zusammenstellte und damit den Auftakt setzte zu 2000 Jahren christlichen Antijudaismus, der im Holocaust kulminierte. Da möchte ich als Erklärung nur kurz Folgendes zu abgeben. Dieser Satz ist natürlich reine Blasphemie. Und den kann man nur so stehen lassen, wenn man ihn eben dahingehend versteht, dass Rom Petrus und Paulus als Remus und Romulus die Gründer Roms ersetzt haben. Wenn man von diesem Punkt ausgeht und wenn man im römischen Katholizismus eben versteht, dass hier Paulus als Gründer der römisch-katholischen Kirche zusammen mit Petrus anstatt Römus und Remulus, also Roms, aufgeführt wird, dann macht dieser Satz Sinn. Aber sonst macht er keinen Sinn. Sonst ist er total gnostisch und er ist vor allen Dingen gotteslästerlich, weil alleine schon von einer Jesus-Geschichte zu schreiben, Mysterienkulten, Gnosis und Mythenmix zusammen zu mixen mit Jesus Christus, ist absolut gotteslästerlich und kann ich so auch nicht stehen lassen. Aber wie gesagt, hier geht es um Hyam Maccabees vorzügliches, zwischen Anführungszeichen setze ich es mal, zentrales Werk Der Mythenschmied, in welchem dieser Maccabee nachweist, auf welche Art auch immer, der wird wahrscheinlich auch ein Atheist gewesen sein, dass das Christentum
nicht auf den jüdischen Jesus, sondern auf den Griechen Paulus zurückgeht. Also, deswegen muss man Christentum hier Katholizismus lesen, dann macht es schon mal mehr Sinn. Der Katholizismus geht auf den Griechen Paulus zurück, weil die römisch-katholische Kirche den Apostel Paulus und den Apostel Petrus als Ersatz für Remus und Romulus nimmt, den Gründer des heidnischen Roms bereits. Ja? In der römisch-katholischen Kirche wird mit der missionarischen Adaption, wie wir auch in Herrscher des Bösen besprochen haben, werden diese Kirchenheiligen, diese wahren Heiligen unter Jesus Christus, von der römisch-katholischen Kirche einverleibt und in ihrem Sinn missbraucht. Das muss man mal ganz deutlich so sehen. Missbraucht. Und so ein Autor wie der Hiram Maccabee, der geht da natürlich nicht von der biblischen Sicht drauf ein. Das ist sein ganz großes Problem und das ist der Punkt, weshalb ich diesen Satz hier auseinanderpflücke und eben die Lüge in diesem Satz ganz deutlich offenbare. Ja? Das wahre Christentum geht auf Jesus Christus zurück. Der Katholizismus beruft sich auf Paulus und natürlich auf Paulus in einer Art und Weise, wie nur der heidnische Katholizismus diesen Paulus auch auslegen und erklären kann. Nicht so, wie Paulus tatsächlich ehrlicherweise in der Bibel schreibt und spricht. Das eben zum Verständnis dazu. Den anderen Ariadnefahrten, sagt der Autor weiter aus dem religiösen Labyrinth, den subjektiven psychologischen, findet jeder, der ihn sucht, bei Sigmund Freud. Naja, also wenn ich Sigmund Freud seine Werke Totem und Tabu, Die Zukunft einer Illusion, Der Mann Moses und die monotheistische Religion lesen muss, dann bin ich sowieso schon mal verloren. Da habe ich als Christ überhaupt nichts mit zu tun. Vor allem aber auch bei Fritz Erik Hövels in seiner wegweisenden Abhandlung zum Thema Religion. Bhagwan Rajneesh und das Dilemma einer menschenfreundlichen Religion aus dem Freiburger Ahriman Verlag, dem nun auch das Verdienst zukommt, Deschners Meisterwerk mit Gott und den Faschisten neu aufzulegen. Beide Autoren machen klar, wie eng das Nadelöhr ist, durch das die menschliche Gesellschaft gehen muss, wenn die Ziele der Aufklärung, Vernunft, Freiheit, Gleichheit, maximales Glück für eine maximale Mehrheit Realität werden sollen, wie viele archaische und dennoch reale Machtstrukturen bis dahin überwunden, gebrochen werden müssen. Möge sich der interessierte Leser fast 50 Jahre nach der Erstauflage von »Mit Gott und den Faschisten« von der Aktualität dieses Buches selbst überzeugen. Es ist spannend geschrieben, ein Lesevergnügen allerersten Ranges. Man ist nach seiner Lektüre viel klüger als zuvor und verfügt nun endlich wieder über dieses hochwirksame, unersetzliche Gegengift gegen die Geschichtslüge vom katholischen Widerstand gegen Hitler. Im November 2012 von Peter Gorenfloss. So. Und nächstes Mal werden wir in das Vorwort des Autors gehen, das anderthalb Seiten lang ist. Und wenn wir das gelesen haben, dann gehen wir in Kapitel 5. Also, nächstes Mal das Vorwort von Karl-Heinz Deschner zu Mit Gott und den Faschisten und Kapitel 5 auf Seite 166, Entschuldigung, Der Vatikan und die Kroatengräuel. Ob ich den Rest des Buches lesen werde in der Zukunft, wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Das wird sich ergeben aus meinem Studium des Buches. Aber ich hoffe, dass es euch schon mal deutlich war, dass dieses Buch, wie viele andere Bücher, die nicht von protestantischen Christen geschrieben werden, immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen ist. Ich lese es eben hauptsächlich wegen der Fakten über den Völkermord, der im sogenannten freien Kroatien im Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkrieges, hauptsächlich durch die Franziskanermönche und Nonnen stattgefunden hat. Darüber werden wir dann nächstes Mal lesen. Und bis hierher danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und euer Verständnis. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich werde natürlich die ISBN-Nummer und andere Bezugsquellen für dieses Buch, das 20 Euro kostet,
in der Beschreibungsbox des Videos reintun, sodass ihr euch das Buch auch selbst besorgen könnt, mitlesen könnt oder auch das ganze Buch lesen könnt, wenn ich entscheide, das ganze Buch nicht zu lesen. Mir hat es soweit Spaß gemacht, euch dieses ein wenig dichter beizubringen, weil Karl-Heinz Deschners Arbeit ist in Deutschland mehr oder weniger verpönt. Das haben wir ja inzwischen schon gelernt hierbei. Und das ist eben genauso wichtig wie eben auch das Buch Hinter den Diktatoren, das damals Viktor übersetzt hat, wo ich auch noch den Link zur Videospielliste und um das Buch gratis im Internet als PDF herunterladen zu können, in die Beschreibungsbox dieses Videos mit rein tue. So, zum nächsten Mal bleibt mir nur noch euch darum zu bitten, die Bibel in die Hand zu nehmen und die Bibel zu lesen und sich hauptsächlich in Gottes Wort kundig zu machen, weil nur in ihm steht die unverblümte Wahrheit vom ersten Wort in Genesis bis zum letzten Wort im 22. Kapitel der Offenbarung. Lest eure Bibel. Maranatha.